Der Langlaufsport kommt von alten Zeiten her ein Transportmittel für Menschen, die schon im Gelände gelebt. Ich heiße Thomas Wasberg, Langlaufer vor alten Zeiten. Ich bin geboren in Schweden, Südschweden. Ich habe begonnen, wenn ich sehr klein war. Nicht direkt also im Wettkampf und so, aber nur so ein Spaß. Alle hat fast Ski gelaufen. Wir haben gespielt auf der Ski. Also alle hatten einen Ski und du laufst auf der Flachen oder du machst einen Hüpfer, also einen Sprung. Ich gefällt Langlauf, weil das ist eine schöne Bewegung. Wenn ich ausgehe, sehe, dass das wird ein schöner Tag und so, und dann hast du Lust zum Ausgehen und Langlaufen. Ich glaube, die meisten gefällt Natur, wie schön Langlaufen. Ja, das ist gesund für den Körper. Ich glaube, ich war 10 Jahre, wenn ich den ersten Wettkampf gemacht habe. So richtig bekannt geworden ist in Schweden, das ist die Goldmedaille in Lake Placid mit der 100 Sekunde gegen Mieto. Ich finde, es war kein großer Sieg, weil es war so knapp. Aber das ist, ein Durchschlag von Presse her und allgemein in Schweden oder ja, weltweit. Aber von das beste Resultat, was ich habe gehabt bei der Weltmeisterschaft, das war in Oberstdorf 1987. Nein, ich finde schon, dass meine Karriere war gut so. Sicher gibt es mehrere Rennen, ich möchte haben gewonnen. Wasserlauf zum Beispiel ist ein Rennen. Das wäre schön mit einem Sieg, aber das habe ich verpasst. Seit ich habe aufgehört mit Rennlauf in Spitze, dann bin ich als Trainer viel gearbeitet mit Spur und Spurpräparieren. Eigentlich hat das nicht so, im Grund ist nicht verändert. Ich hätte ein bisschen schneller heute und da hat ein Sprint dann, wie es damals hat nicht gegeben. Und meine Zeiten, dann waren mehrere gute Skimarken da eigentlich. Aber ich habe gut Vertrauen zum Fischer gehabt und habe immer Sachen bekommen. Und der Fischer hat die Marke verstärkt und ist in den letzten Jahren sehr stark, muss man sagen. Ja, ich glaube, du denkst nicht daran, wenn du jung bist, die Schönheit draußen bleiben im Gelände und so weiter. Das kommt, wenn du älter bist. Früher war es anders.